Guten Morgen. Ja, heute Morgen sind wir schon recht früh in Teterow. Das hat einen Grund, denn wir fahren heute wieder nach Warnemünde. Und ja, im letzten Video habt ihr noch gar nicht so viel von Warnemünde gesehen. Hauptsächlich nur den Strand und ja, den Leuchtturm ein bisschen und ein bisschen die Mole. Und heute will ich euch mehr von Warnemünde zeigen. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro geht es los. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Serie Auf der Suche nach dem Glück. Heute geht es mal wieder nach Warnemünde. Und wenn dich das interessiert, wenn dich Reisevlogs interessieren, lass ein Abo da, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ansonsten lass auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht. Und wenn dich das Video gar nicht interessieren sollte, kannst du das Like ja am Ende wieder entfernen. Lasst uns losgehen Richtung Warnemünde. Kommt mit! So, hier in Warnemünde angekommen, die Fischkutter, die kleinen Schiffe, und hier vorne geradeaus geht's direkt ans Meer, wo wir jetzt am Hafen sozusagen entlang laufen werden. Ja, mal kurz mal drehen auf dem schmalen Fluss, auf dem Zufluss. Aber es scheint zu klappen. Wahnsinn. So, und jetzt laufen wir mal die Mole raus. Auf der linken Seite ist der Strand. Vor uns ist der Leuchtturm. Und ich schalte mal nach vorne, dann könnt ihr sehen, die Mole, es ist recht befüllt heute. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist die Mole, da vorne ist der Leuchtturm, da kommen wir dann hin. Und auf der linken Seite ist der Strand, welcher mir von hier aus erstmal recht leer erscheint. Ja, und hier habt ihr sozusagen die Hafeneinfahrt, das, was man vorhin direkt gesehen hat. Ja, hier der Blick nach Warnemünde vom Meer aus, also fast vom Leuchtturm aus. Hier das Schiff von der Hafenrundfahrt. Und da drüben der eine Leuchtturm für die Hafeneinfahrt. Und hier der zweite Leuchtturm von der Hafeneinfahrt. Das Meer hat heute eine wunderschöne Farbe, muss ich sagen. Das liegt wahrscheinlich auch am Sonnenschein. Die Sonne kommt jetzt wunderschön raus. Der Himmel öffnet sich. Die Wolken verschwinden. Perfekt. Nur leicht etwas windig.
Ja, seht euch mal diesen riesen Dampfer an, der jetzt in den Hafen einfährt. Ja, im Vergleich zu den Segelschiffen. Wahnsinn. Das perfekte Wetter zum Segeln. Nicht zu sonnig, nicht zu kalt, nicht zu windig. Und ihr könnt sehen, daher sind doch einige Segelschiffe heute unterwegs. So, vor uns seht ihr den Teepot sowie den alten Leuchtturm. Und da werden wir jetzt mal näher hinlaufen. Erstmal noch mal kurz ein Rundumschwenk. Das war der heutige Tag in Warnemünde. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen, euch hat Warnemünde allgemein gefallen. Dann lasst doch einen Daumen für den Algorithmus da. Vielleicht wart ihr auch schon mal in Warnemünde. Vielleicht schreibt ihr mal unten in den Kommentaren, wie es euch in Warnemünde gefallen hat. Und vielleicht habt ihr auch einen besonderen Wunsch für einen anderen Ostseestrand, ja, welchen ihr gerne mal sehen würdet. Ich bin da recht offen, soweit ich noch hier oben bin, kann ich das gerne versuchen mit einzubeziehen. Ansonsten lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke dir fürs Zuschauen, ciao und bis bald, dein Zusch Fensens. Und der heutige Glücksspruch heißt: Glück ist es, wenn man jederzeit ans Meer fahren kann. Ciao. Und bis bald.